Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine Wahnsinnsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Psychologie aktuell als auch Informationsdienstwissenschaft, kurz IDW, als auch Tagesspiegel haben jeweils eine Meldung zum Thema Kindesmissbrauch ins Internet gebracht. Und weil ich mir die nicht alleine antun kann, ziehe ich euch hier mit rein. Links zu den drei Meldungen gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls es gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort aber raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin Autismus am Brückenkanal, als auch der Link zu meinem DeviantArt-Kanal, wo ihr euch meine Comic-Seite nochmal geben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction-Kanal. Und wir fangen mit psychologieaktuell.com an, der den Titel trägt: Kindesmissbrauch. Opfer geben Gesundheitsschäden an die Folgegeneration weiter. Facken wir nicht lang drum rum. Los geht's. Belastende Kindheitserfahrungen einer Mutter können Auswirkungen auf die psychische und körperliche Gesundheit ihrer Kinder haben. Das berichten Forschende der Charité, Universitätsmedizin Berlin, jetzt in der Fachzeitschrift The Lancet Public Health. Misshandlungen in der Kindheit der Mütter gehen demnach mit einem höheren Risiko für Krankheiten wie etwa Asthma, Autismus oder Depressionen für die nachfolgende Generation einher. Wollt ihr mir damit etwas sagen? Autismus entsteht durch Kindesmissbrauch? Meine Güte. Fängt ja schon mal mit einer dummen Aussage an. Was noch dumm ist: Autismus ist keine Krankheit. Das muss man doch im Jahr 2023 doch endlich mal im Kopf installiert haben, oder etwa nicht? Lesen wir weiter, komm. Eine frühzeitige Unterstützung der betroffenen Mütter könnte helfen, dem entgegenzuwirken. Belastende Kindheitserfahrungen einer Mutter können Auswirkungen auf die psychische und körperliche Gesundheit ihrer Kinder haben. Das berichten Forschende der Charité Universitätsmedizin Berlin jetzt in der Fachzeitschrift The Lancet Public Health. Misshandlungen in der Kindheit der Mütter gehen demnach mit einem höheren Risiko für Krankheiten wie etwa Asthma, Autismus oder Depressionen für die nachfolgende Generation einher. Ja, wiederholt echt nur noch öfter. Autismus ist zum einen keine Krankheit und zum anderen entsteht Autismus nicht durch Kindesmissbrauch. Also ich muss doch schon sehr bitten. So viel Fake News. Geht's noch schlimmer? Ich bin der Meinung, ja. Denn wir lesen natürlich weiter. Eine frühzeitige Unterstützung der betroffenen Mütter könnte helfen, dem entgegenzuwirken. Ja, noch eine Wiederholung. Super. Kommt noch eine Wiederholung? Nächster Abschnitt. Misshandlungen in der Kindheit sind ein besonders gravierender Risikofaktor für Gesundheitsprobleme, da sie eine Vielzahl von Folgen für das gesamte Leben eines Menschen mit sich bringen. Dazu zählen körperliche, psychische, verhaltensbezogene und auch soziale Auswirkungen, die sich bis in die Zeit der Schwangerschaft und Elternschaft fortsetzen können. So können kritische Erfahrungen in der Kindheit der Eltern die Entwicklung und Gesundheit ihrer Kinder beeinflussen. Und ihr könnt mit eurem Fake News die Entwicklung und die Gesundheit der gesamten Menschheit beeinflussen. Und zwar ins Negative. Weiter geht's. Höheres Risiko für Asthma, ADHS, Autismus und Depressionen. In der jetzt veröffentlichten Studie belegt ein Forschungsteam um Professor Dr. Claudia Buß vom Institut für medizinische Psychologie der Charité, dass bei Kindern von Müttern, die als Kind Misshandlung erfahren haben, häufiger Gesundheitsprobleme auftreten. Als Misshandlung verstehen die Wissenschaftlerinnen körperliche, emotionale und sexuelle Misshandlung oder Vernachlässigung durch ein Elternteil oder eine Betreuungsperson, die zu einer körperlichen oder emotionalen Schädigung bzw. einer drohenden Schädigung eines Kindes führen. Sie haben Daten von über 4.300 amerikanischen Müttern und ihren Kindern aus 21 Langzeitkohorten ausgewertet. Mütter berichten darin über die Erfahrungen, die sie in ihrer Kindheit gemacht haben. Zudem wurden Diagnosen ihrer biologischen Kinder bis zum Alter von 18 Jahren angegeben oder bei Studienterminen festgestellt. Diese wertvolle Datengrundlage von zwei miteinander verbundenen Generationen ermöglichte es den Forschenden, aussagekräftige Zusammenhänge aufzuzeigen. Demnach haben Kinder von Müttern, die negative Erlebnisse berichteten, ein höheres Risiko an Asthma, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS,
und Autismus zu erkranken. Erstens mal heißt das nicht Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, sondern Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Und zweitens ist Autismus keine Krankheit. Und schon gar nicht entsteht Autismus durch Kindesmissbrauch. Aber es geht leider noch weiter. Diese Kinder weisen auch häufiger Symptome und Verhaltensweisen auf, die mit Depressionen und Angststörungen in Verbindung stehen, sogenannte internalisierende Störungen. Zudem haben Töchter dieser Mütter ein höheres Risiko an Fettleibigkeit zu erkranken als deren Söhne. All diese Zusammenhänge sind unabhängig davon, ob die Mutter dieselbe jeweilige Diagnose erhalten hat, erklärt Professorin Buß, leitende Autorin der Studie. Das spricht gegen eine genetische Übertragung des jeweiligen Krankheitsrisikos. Fun Fact: Autismus ist keine Krankheit. Und das ist auch genetisch bedingt. Ich lese aber weiterkommen, bevor ich mich noch aufrege. Erste Studie, die mehrere Krankheiten untersucht. Die Mechanismen, wie genau das Risiko auf die nachfolgende Generation übertragen wird, sind noch nicht hinreichend entschlüsselt. Es gibt Hinweise darauf, dass negative Erfahrungen in der Kindheit die mütterliche Biologie während der Schwangerschaft beeinflussen können, zum Beispiel durch Stresshormone. Das kann sich auf die Entwicklung des Fötus auswirken. Solche biologischen Veränderungen sind stärker ausgeprägt, wenn die Mutter infolge einer traumatischen Erfahrung eine psychische Erkrankung entwickelt hat, beispielsweise eine Depression. Eine beeinträchtigte psychische Gesundheit der Mutter kann sich auch nach der Geburt auf den Umgang mit ihrem Kind auswirken, was wahrscheinlich ebenso für die generationsübergreifenden Effekte von Bedeutung ist. Unseres Wissens nach ist dies die erste Studie, bei der mehrere Krankheiten gleichzeitig in Bezug auf frühe Traumata der Mutter in einer großen soziodemografischen und ethnisch vielfältigen Stichprobe untersucht wurden. Bislang ist das vor allem für einzelne Erkrankungen geschehen, erläutert Dr. Nora Moog, ebenfalls vom Institut für medizinische Psychologie der Charité und Erstautorin der Publikation. Entsprechend konnten die Forschenden zeigen, dass betroffene Kinder mit einer größeren Wahrscheinlichkeit mehrere körperliche und psychische Leiden entwickelten. Auch ist das Risiko umso höher, je schwerwiegender die mütterlichen Erfahrungen in der Kindheit waren. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass unsere Ergebnisse nicht bedeuten, dass alle Kinder von Müttern mit negativen Kindheitserfahrungen automatisch gesundheitliche Probleme bekommen, ordnet Professorin Buß die Befunde ein. Das Risiko ist zwar erhöht, es muss aber nicht zwangsläufig in einer Erkrankung münden. Betroffene frühzeitig identifizieren und unterstützen. Ich gehe davon aus, dass eine angemessene Unterstützung der belasteten Mütter ihre Gesundheit sowie die ihrer Kinder positiv beeinflussen kann. Dafür ist es sehr wichtig, dass wir betroffene Mütter und Kinder frühzeitig identifizieren, sagt Professorin Buß. Also hier haben sie betroffene Mütter zusammengeschrieben und Kinder frühzeitig ebenfalls. Wir wissen ja, wie die Sätze geschrieben werden, ne? Weiter geht's. So können etwa Ärztinnen und Ärzte im Rahmen von pränatal- oder kinderärztlichen Vorsorgeuntersuchungen auch die Kindheitserfahrung der Eltern thematisieren und Kontakt zu verschiedenen Unterstützungsprogrammen oder Beratungsstellen herstellen. Ja, also da haben sie das Gendern nun weggelassen. Naja, man kann ja nicht alles berücksichtigen. Weiter geht's. Von einer frühen Hilfe würden dann gegebenenfalls zwei Generationen profitieren. Der Elternteil, der Misshandlung erfahren hat und möglicherweise an gesundheitlichen Folgen leidet, und das Kind, bei dem Krankheiten verändert werden könnten. Um neue, zielgerichtete therapeutische Maßnahmen zu entwickeln, ist ein besseres Verständnis darüber nötig, wie genau das höhere Krankheitsrisiko auf die nachfolgende Generation übertragen wird. Daran arbeitet das Forschungsteam aktuell. Zudem möchte es durch Folgestudien ergründen, welche Kinder widerstandsfähig bleiben, also keine Folge über eine Generation hinweg erleiden. Was bezeichnet sie und ihre Mütter sowie ihr soziales Umfeld aus? Darüber hinaus finden bislang die Kindheitserfahrungen des Vaters verhältnismäßig wenig Beachtung. Warum wenig Beachtung bei den Kindheitserfahrungen des Vaters? Denn zu einem Kind gehören schließlich zwei zu. Nicht nur die Mutter, sondern auch der Vater. Weil da spielen auch die Gene des Vaters auch eine Rolle. Einfach mal drüber nachdenken. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass diese ebenfalls an die nächste Generation weitergegeben werden können, wobei sich die Übertragungsmechanismen teilweise von denen der Mütter unterscheiden. Wie gesagt, Leute, auch depressive Männer
können auch Depressionen an die Kinder übertragen. Nicht einfach nur alles den Müttern hier vorschieben bzw. bevorzugen. Weiter geht's. Auch diesen Forschungsfragen möchten die Wissenschaftlerinnen künftig detaillierter nachgehen. Und da wurde wieder gegendert. Und die letzten zwei Abschnitte lese ich halt nicht vor, weil das ja so als Wiederholung besteht. Und über die Studie, da dürfte eigentlich bekannt sein, da steht Environmental Influences on Child Health Outcomes, also Echo, obwohl es den Echo-Preis ja nicht mehr gibt. Dann haben wir hier National Institutes of Health, kurz NIH. Und hier haben wir auch ein Kurzporträt von Professor Dr. Claudia Buß von der medizinischen Psychologie der Charité. Und dann haben wir noch den European Research Council, kurz ERC, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, kurz DFG, und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, kurz BMBF. Naja. Und jetzt kommen wir zum Informationsdienst Wissenschaft mit dem Titel Die weitreichenden Folgen von Kindesmissbrauch. Und das scheint auch eine Pressemitteilung zu sein, deswegen fange ich dann drum rum. Stammt von Manuela Zingel von der GB Unternehmenskommunikation der Universitätsmedizin Charité. Los geht's. Charité-Studie zeigt Zusammenhang früher Traumata von Müttern und gesundheitlichen Problemen ihrer Kinder. Belastende Kindheitserfahrungen einer Mutter können Auswirkungen auf die psychische und körperliche Gesundheit ihrer Kinder haben. Das berichten Forschende der Charité Universitätsmedizin Berlin jetzt in der Fachzeitschrift The Lancet Public Health. Misshandlungen in der Kindheit der Mütter gehen demnach mit einem höheren Risiko für Krankheiten wie etwa Asthma, Autismus oder Depression für die nachfolgende Generation einher. Eine frühzeitige Unterstützung der betroffenen Mütter könnte helfen, dem entgegenzuwirken. Schon mal einmal gesagt, Leute. Autismus ist keine Krankheit und auch nichts, was man durch Kindesmissbrauch bekommen kann. So viel Fake, ewig nicht mehr gehört, Leute. Weiter geht's. Misshandlungen in der Kindheit sind ein besonders gravierender Risikofaktor für Gesundheitsprobleme, da sie eine Vielzahl von Folgen für das gesamte Leben eines Menschen mit sich bringen. Dazu zählen körperliche, psychische, verhaltensbezogene oder auch soziale Auswirkungen, die sich bis in die Zeit der Schwangerschaft und der Elternschaft fortsetzen können. So können kritische Erfahrungen in der Kindheit der Eltern die Entwicklung und Gesundheit ihrer Kinder beeinflussen. Höheres Risiko für Asthma, ADHS, Autismus und Depression. Und ich kann mir schon denken, was dann gleich für eine Wiederholung auftaucht. Lesen wir weiter. In der jetzt veröffentlichten Studie belegt ein Forschungsteam um Professor Dr. Claudia Buß vom Institut für medizinische Psychologie der Charité, dass bei Kindern von Müttern, die als Kind Misshandlungen erfahren haben, häufiger Gesundheitsprobleme auftreten. Als Misshandlung verstehen die Wissenschaftlerinnen körperliche, emotionale und sexuelle Misshandlung oder Vernachlässigung durch einen Elternteil oder eine Betreuungsperson, die zu einer körperlichen oder emotionalen Schädigung bzw. einer drohenden Schädigung eines Kindes führen. Sie haben Daten von über 4.300 amerikanischen Müttern und ihren Kindern aus 21 Langzeitkohorten ausgewertet. Mütter berichteten darin über die Erfahrungen, die sie in ihrer Kindheit gemacht haben. Zudem wurden Diagnosen ihrer biologischen Kinder bis zum Alter von 18 Jahren angegeben oder bei Studienterminen festgestellt. Diese wertvolle Datengrundlage von zwei miteinander verbundenen Generationen ermöglicht es den Forschenden, aussagekräftige Zusammenhänge aufzuzeigen. Demnach haben Kinder von Müttern, die negative Erlebnisse berichteten, ein höheres Risiko an Asthma, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, und Autismus zu erkranken. Erstens mal heißt das nicht Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung, sondern Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätssyndrom. Und zweitens ist Autismus keine Krankheit, die durch Kindesmissbrauch entsteht. Sie ist generell keine Krankheit. Gleiches gilt auch für ADHS. Ist ebenfalls keine Krankheit. Meine Güte. Unbelehrbare Quellen, muss ich schon sagen. Aber es gibt ja gleich noch einen dritten zu hören. Weiter geht's. Diese Kinder weisen auch häufiger Symptome und Verhaltensweisen auf, die mit Depressionen und Angststörungen in Verbindung stehen, sogenannte internalisierende Störungen. Zudem haben Töchter dieser Mütter ein höheres Risiko, an Fettleibigkeit zu erkranken, als deren Söhne. All diese Zusammenhänge sind unabhängig davon, ob die Mütter dieselbe jeweilige Diagnose erhalten hat.
erklärt Professor Buß, leitende Autorin der Studie. Das spricht gegen eine genetische Übertragung des jeweiligen Krankheitsrisikos. Fun Fact: Autismus ist keine Krankheit. Auch nicht mal ADHS ist eine Krankheit. Weiter geht's. Erste Studie, die mehrere Krankheiten untersucht. Die Mechanismen, wie genau das Risiko auf die nachfolgende Generation übertragen wird, sind noch nicht hinreichend entschlüsselt. Es gibt Hinweise darauf, dass negative Erfahrungen in der Kindheit die mütterliche Biologie während der Schwangerschaft beeinflussen können, zum Beispiel durch Stresshormone. Das kann sich auf die Entwicklung des Fötus auswirken. Solche biologischen Veränderungen sind stärker ausgeprägt, wenn die Mutter infolge der traumatischen Erfahrungen eine psychische Erkrankung entwickelt hat, beispielsweise eine Depression. Eine beeinträchtigte psychische Gesundheit der Mutter kann sich auch nach der Geburt auf den Umgang mit ihrem Kind auswirken, was wahrscheinlich ebenso für die generationsübergreifenden Effekte von Bedeutung ist. Unseres Wissens nach ist dies die erste Studie, bei der mehrere Krankheiten gleichzeitig in Bezug auf frühere Traumata der Mutter in einer großen soziodemografischen und ethnisch vielfältigen Stichprobe untersucht wurden. Bislang ist das vor allem für einzelne Erkrankungen geschehen, erläutert Dr. Nora Moog, ebenfalls vom Institut für medizinische Psychologie der Charité und Erstautorin der Publikation. Entsprechend konnten die Forschenden zeigen, dass betroffene Kinder mit einer größeren Wahrscheinlichkeit mehrere körperliche und psychische Leiden entwickelten. Auch ist das Risiko umso höher, je schwerwiegender die mütterlichen Erfahrungen in der Kindheit waren. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass unsere Ergebnisse nicht bedeuten, dass alle Kinder von Müttern mit negativen Kindheitserfahrungen automatisch gesundheitliche Probleme bekommen, ordnet Professor Buß die Befunde ein. Das Risiko ist zwar erhöht, es muss aber nicht zwangsläufig in einer Erkrankung münden. Betroffene frühzeitig identifizieren und unterstützen. Ich gehe davon aus, dass eine angemessene Unterstützung der belastenden Mütter ihre Gesundheit sowie die ihrer Kinder positiv beeinflussen kann. Dafür ist es sehr wichtig, dass wir betroffene Mütter und Kinder frühzeitig identifizieren, sagt Professor Buß. So könnte etwa Ärztinnen und Ärzte im Rahmen von pränatalen oder kinderärztlichen Vorsorgeuntersuchungen auch die Kindheitserfahrung der Eltern thematisieren und Kontakt zu verschiedenen Unterstützungsprogrammen oder Beratungsstellen herstellen. Von einer frühen Hilfe würden dann gegebenenfalls zwei Generationen profitieren. Der Elternteil, der Misshandlung erfahren hat und möglicherweise an gesundheitlichen Folgen leidet, und das Kind, bei dem Krankheiten verhindert werden könnten. Um neue, zielgerichtete therapeutische Maßnahmen zu entwickeln, ist ein besseres Verständnis darüber nötig, wie genau das höhere Krankheitsrisiko auf die nachfolgende Generation übertragen wird. Daran arbeitet das Forschungsteam aktuell. Zudem möchte es durch Folgestudien ergründen, welche Kinder widerstandsfähig bleiben, also keine Folgen über eine Generation hinweg leiden. Was zeichnet sie und ihre Mütter sowie ihr soziales Umfeld aus? Darüber hinaus finden bislang die Kindheitserfahrungen des Vaters verhältnismäßig wenig Beachtung. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass diese ebenfalls an die nächste Generation weitergegeben werden können, wobei sich die Übertragungsmechanismen teilweise von denen der Mütter unterscheiden. Auch diesen Forschungsfragen möchten die Wissenschaftlerinnen künftig detaillierter nachgehen. Welche Unterschiede haben wir dort im Gegensatz zur Psychologie aktuell herausgefunden? Auf jeden Fall hat man bei Informationsdienstwissenschaft betroffene Mütter getrennt, als auch Kinder frühzeitig getrennt gelassen. Bei Psychologie aktuell haben sie beides zusammengeschustert. Und bevor wir mit Schuster bleibt bei deinem Leisten kommen, anscheinend werde ich das vergessen, verzeiht mir, wenn es das passieren sollte, kommen wir jetzt zu Tagesspiegel. Und der trägt den Titel: Studie der Charité, Kindesmissbrauch hat generationsübergreifende Folgen. Fangen wir dann drumherum. Los geht's. Asthma, Autismus oder Depression. Kinder von Müttern, die in ihrer Kindheit traumatische Erfahrungen gemacht haben, haben ein höheres Risiko für psychische und körperliche Krankheiten. Autismus entsteht nicht durch Kindesmissbrauch. Tagesspiegel. Anscheinend genauso lernunfähig wie Psychologie aktuell oder Informationsdienstwissenschaft. Kann man sich echt nicht ausdenken. Weiter geht's, komm. Misshandlungen können generationsübergreifende Folgen haben. Wie eine Studie der Charité-Universitätsmedizin Berlin zeigt, treten bei Kindern, deren Mütter traumatische Erfahrungen gemacht haben, häufiger Gesundheitsprobleme auf. Je schwerwiegender die mütterlichen Erfahrungen waren, umso höher ist das Risiko für ihre Kinder, körperliche und psychische Leiden zu entwickeln, heißt es in der Fachzeitschrift The Lancet Public Health. Mütter frühzeitig zu unterstützen, könnte helfen, Krankheiten bei ihren Kindern zu verhindern. Fun Fact: Autismus ist keine Krankheit. Einfach mal darüber nachdenken.
Ein internationales Forschungsteam um Claudia Buß vom Institut für medizinische Psychologie der Charité wertete die Daten von über 4300 US-amerikanischen Müttern und ihren Kindern aus 21 Langzeitkohorten aus. Mütter berichteten darin über die Erfahrungen, die sie in ihren Kindern gemacht haben. Zudem wurden mögliche Diagnosen ihrer biologischen Kinder bis zum Alter von 18 Jahren einbezogen. Und jetzt ein Zitat von Claudia Buß vom Institut für medizinische Psychologie der Charité. Es ist sehr wichtig, dass wir betroffene Mütter und Kinder frühzeitig identifizieren. Und jetzt der nächste Abschnitt. Als Misshandlung verstehen die Wissenschaftlerinnen körperliche, emotionale und sexuelle Misshandlung oder Vernachlässigung durch den Elternteil oder eine Betreuungsperson, die zu einer körperlichen oder emotionalen Schädigung bzw. einer drohenden Schädigung führen. Das Team untersuchte und verglich die Datensätze der beiden Generationen und fand heraus, dass Kinder von Müttern, die über belastende Kindheitserfahrungen berichteten, ein höheres Risiko hatten, Asthma, Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitätsstörungen, ADS und Autismus zu entwickeln. Ein drittes Mal, Leute. Es heißt nicht Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitätsstörung, sondern Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitätssyndrom. Und zweitens, entsteht Autismus nicht durch Kindesmissbrauch. Lassen wir weiterkommen. Diese Kinder wiesen auch häufiger Symptome und Verhaltensweisen auf, die mit Depressionen und Angststörungen in Verbindung stehen. Die Töchter betroffener Mütter hätten ein höheres Risiko, an Fettleibigkeit zu erkranken. Ja, alles nur auf die Töchter schieben. Läuft. Söhne können natürlich auch Fettleibigkeit bekommen. Da gibt's genug Beispiele. Das muss nicht unbedingt mit Kindesmissbrauch in Verbindung stehen. Da gibt's unterschiedliche Gründe, warum Kinder dick werden. Aber darüber nachdenken. Weiter geht's. Genetische Übertragung unwahrscheinlich. All diese Zusammenhänge sind unabhängig davon, ob die Mutter dieselbe jeweilige Diagnose erhalten hat, sagte die Leiterin der Studie Claudia Buß. Das spricht gegen eine genetische Übertragung des jeweiligen Krankheitsrisikos. Fun Fact: Autismus ist keine Krankheit. Gleiches gilt auch bei ADS, ebenfalls keine Krankheit. Insbesondere bei Autismus ist das genetisch bedingt. Aber man darf auch nicht verschweigen, dass auch zwei Elternteile, die zum Autismus-Spektrum gehörig sind, ebenfalls in der Lage sind, neurotypische Kinder zu bekommen. Genauso wie umgekehrt. Weiter geht's. Die Ergebnisse würden allerdings nicht bedeuten, dass alle Kinder von Müttern mit traumatischen Kindheitserlebnissen zwangsläufig psychische oder körperliche Probleme bekommen, ergänzte ihre Kollegin und Erstautorin Nora Mo. Wie genau das Risiko auf die nachfolgende Generation übertragen wird, ist noch nicht entschlüsselt, schreiben die Forschenden. Es gebe Hinweise darauf, dass negative Erfahrungen in der Kindheit die mütterliche Biologie während der Schwangerschaft beeinflussen können, etwa durch Stresshormone. Das könne sich auf die Entwicklung des Fötus auswirken. Solche biologischen Veränderungen seien stärker ausgeprägt, wenn die Mutter infolge der traumatischen Erfahrung eine psychische Erkrankung entwickelt hat, beispielsweise eine Depression. Eine beeinträchtigte psychische Gesundheit der Mutter könne sich auch nach der Geburt auf den Umgang mit ihrem Kind auswirken. Umgang mit ihrem Kind, ja. Und wenn das Kind schlecht behandelt wird, dann mag ich mir die Vorstellung nicht vorstellen, was aus dem Kind werden wird. Weiter geht's, komm. Ich gehe davon aus, dass eine angemessene Unterstützung der belastenden Mütter ihre Gesundheit sowie die ihrer Kinder positiv beeinflussen kann, so sagte Buß. Dafür sei es aber sehr wichtig, dass betroffene Mütter und Kinder frühzeitig identifiziert werden. So könnten Medizinerinnen bei pränatalen oder kinderärztlichen Vorsorgeuntersuchungen auch die Kindheitserfahrungen der Eltern thematisieren und Kontakt zu verschiedenen Unterstützungsprogrammen oder Beratungsstellen herstellen. Von einer frühen Hilfe könnten beide Generationen profitieren. Der Elternteil, der Misshandlung erfahren hat und möglicherweise an gesundheitlichen Folgen leidet, und das Kind, bei dem Krankheiten verhindert werden könnten. Das Team arbeitet nun daran, die Mechanismen, wie genau das höhere Krankheitsrisiko auf die nachfolgende Generation übertragen wird, besser zu verstehen, um therapeutische Maßnahmen entwickeln zu können. Zudem möchte es ergründen, welche Kinder widerstandsfähig bleiben und mögliche Folgen der Kindheitserfahrung des Vaters untersuchen. Na, endlich schreibt man
etwas über die Väter. Und das ganz zum Ende noch. Was soll ich dazu sagen, Leute? Also, wir haben die erste Quelle, die halt natürlich das Original für die beiden Quellen darstellt, aber nun mal nicht extra erwähnt wird. Ja, soviel zum Thema Urheberrecht natürlich. Die erste Quelle ist ebenfalls gespickt mit zwei Rechtschreibfehlern, indem man einfach hier so zwei Wörter wie betroffene Mütter und Kinder frühzeitig nicht auseinanderhalten kann. Beim Informationsdienst Wissenschaft hat man das getan und korrigiert. Und bei Tagesspiel hat man irgendwie auch die Kopie ein bisschen durcheinander gewurstelt. Aber dennoch sind alle drei Quellen natürlich falsch, was zum Thema Autismus und ADHS betrifft. Denn beides ist genetisch bedingt und entstehen nicht durch Kindesmissbrauch. Einfach mal die beiden natürlich davon streichen. Was meint ihr zu diesen drei Meldungen? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung etc. pp. Also es viel zu liken, also es viel zu teilen. Als auch den Abo-Button bei der Glocke zu aktivieren, damit kein was viel verpasst. Und wir werden uns morgen wieder mit einem Artikel von DocCheck auseinandersetzen müssen. Leider natürlich. Und ich würde mal sagen, ciao Leute.